Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der PES 19 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. In der letzten Folge, die übrigens rechts oben mir verlinkt ist, haben wir zwei Niederlagen hintereinander geholt. Die habe ich auch übrigens gerade eben aufgenommen, also ich nehme die quasi im Anschluss auf. Das war nicht so cool, das war die erste Folge, die ich seit langem wieder aufgenommen habe. Das ist dementsprechend hier jetzt die zweite und auch direkt im Anschluss bin ich wahrscheinlich noch nicht viel besser geworden. Nichtsdestotrotz, den Schwierigkeitsgrad habe ich so gelassen, ich habe gute Hoffnung. Ich bin guter Dinge, dass wir gegen Gladbach heute gewinnen und das hoffentlich beide Male. Wir spielen zweimal gegen Gladbach und zweimal zu Hause. Einmal ist es das DFB-Pokal Viertelfinale und einmal der Bundesliga Spieltag 23. Wenn wir wieder verlieren, dann haben wir ein Problem. Gegen Gladbach in der Liga wäre scheiße, weil Dortmund dann safe irgendwie rankommt. Und im Pokal, weil wir dann direkt raus wären. Von daher sollten wir definitiv uns zusammenreißen und das Ganze über die Bühne bringen, indem wir zweimal gewinnen. Wir nehmen einfach mal Gnabry mit rein und Sanchez nehmen wir auch mit rein, wenn die schon so gut drauf sind. Lewandowski von der Fitness her so lala, deswegen würde ich sagen, in der Liga lassen wir einfach mal Sandro Wagner starten und können ja dann immer noch wechseln. Wobei ich eigentlich auch Kingsley Coman starten lassen wollen würde und dann kann ich halt aber Dingens nicht mehr mitnehmen auf die Bank, Sané. Aber das passiert, dann ist er mal nicht dabei. Ansonsten würde ich Rafinha nochmal spielen lassen für Kimmich und Süle für Hummels. Ich bin gespannt, wie das hier ausgeht. Das wird auf jeden Fall verrückt. Wird schon irgendwie hinhauen. Also so sieht die Mannschaft jetzt aus. Ich habe jetzt nochmal was anderes hier durchgemixt und dann war wieder alles durcheinander. So habe ich es jetzt im Endeffekt wieder aufgestellt und dann würde ich sagen, starten wir so rein. Was dazu zu sagen ist, dass ich heute nicht mit Kamera aufnehme, auch schon wie in der letzten Folge. Das werde ich bald wieder machen, allerdings habe ich da jetzt heute keinen Bock drauf gehabt oder so, wie auch schon in der letzten Folge. Ist ja nicht so schlimm, denke ich mal. Da kann man ein bisschen mehr hier vom Spielfeld sehen, das ist auch krass. Bale! Solche Schüsse finde ich gut, aber die müssen auch reingehen. Goretzka legt direkt nach. Bale macht die Ecke, das habe ich auch noch nie gesehen. Aber vielleicht ist sie ja gut. Das ist sie tatsächlich und Müller nochmal im Nachstochern. Mann, warum geht kein Ball über die Linie? Jetzt ist Müller durch, wir legen ihn rüber auf Coman. Und das war eine gute Entscheidung, obwohl er ein bisschen weiter hinten war als ich. Nice. 1:0, das erste Tor, was ich am heutigen Tag schieße, was gar nicht mal so scheiße ist. Und wir gehen in Führung. Eins. Traoré war es, glaube ich. Ja. Ey, das ist echt unglaublich. Unglaublich. Mann, was soll die Scheiße? Gott, das regt mich jetzt so auf. Ich muss irgendwie anders spielen. Ich weiß nicht wie, aber ich muss es tun. Komm. Kingsley Coman. Jawohl. 2:0. Besser als Leroy Sané, würde ich mal sagen, in der letzten Folge. Das soll jetzt nicht irgendwie ihn kritisieren, aber er ist halt eingespielter bei den Bayern. Die neuen Stars, die wir verpflichtet haben, die müssen sich auch erstmal finden. Und das Ding ist, dass Coman das einfach besser macht. Weil er halt schon sich eingefunden hat. Das ist so das Ding. 2:1 vor der Halbzeit. Kingsley Coman mit einem Doppelpack. Und wir sind wieder in Führung. Das ist ja unglaublich. Ich bin immer noch komplett begeistert. Gareth Bale. Junge, wenn du mit dem schießt, dann kommt erstmal immer so ein 200 km/h Schuss. Und er geht trotzdem nicht rein, ey. Das ist unglaublich. Du drückst einfach auf Kreis und dann kommt einfach mal so BOOM. So wie so eine Explosion in meinem Mull, Alter. Das ist ja krass. Und jetzt macht er schon wieder die Ecke, aber gerade war sie ja nicht schlecht. Bin gespannt, wie sie jetzt wird. Jetzt ist sie ein bisschen zu kurz.
Komm, Müller, bitte! Das gibt's nicht! Das kann nicht sein! Ich gehe hier ab wie ein Zäpfchen, ey, ohne Spaß. Ich... Oh, nee! Weißt du, da hat man einmal die Chance. Einmal die fucking Chance, das Ganze auf eine höhere Führung, auf eine 2-0-Führung oder halt 2-Tore-Unterschied-Führungsdingens auszubauen. Und dann schießt Müller mit dem rechten anstatt mit dem linken und legt den so am Tor vorbei. Komm, Kingsley, Coman, oh, fuck. So, dann machen wir mal den ersten Wechsel im Mittelfeld. Es wird Sanchez kommen. Müller, 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 yes, man, 3-1. Da freut man sich doch gleich mehr über die Tore, wenn sie so selten sind. Und Renato Sanchez, auch ein wichtiger Mann direkt. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber er kam hier direkt und hat sich den Ball geholt. Und dann Sandro Wagner mit dem Pass auf Müller. Müller trifft. Ja, Erleichterung. Boateng! Und Gareth Bale. Gareth Bale jetzt in die Mitte auf Sandro Wagner. Er schiebt ihn rein. Was ist denn hier los? Wagner trifft. Das ist ja schon mal Wahnsinn. Das ist ja selten. Jetzt Sandro Wagner, schieb ihn noch irgendwie rein zum 5-1, das wäre sau sau cool, aber naja, mit dem 4-1 bin ich trotzdem mehr als zufrieden. Krass, wenn das jetzt im Pokal nochmal so läuft, bin ich begeistert, dann bin ich wirklich begeistert. Also ich bin jetzt mehr begeistert als beim 1-0 oder so. Nein, aber auf jeden Fall, das ist super, ist echt super. Und im Pokal muss das jetzt wirklich aber auch so laufen, weil wenn es schlechter läuft, haben wir ein fettes Problem. Weil wie gesagt, wenn wir da verlieren, dann sind wir halt raus. Ne? Und Dortmund hat hier wieder nur ein Unentschieden geholt, glaube ich. Also, ja. So, zweites Spiel gegen Gladbach. Lol, einfach schon wieder. Ich finde das irgendwie lustig. Ja, diesmal hauen wir die krassen Spieler rein. Was heißt krass, aber also ich finde Bale, Kroos und so sind schon ein bisschen krasser. Oder Sané, aber wobei Sané, naja, okay, Coman war gerade mega krank. Egal, wir haben einfach nur gute Spieler. Das sagen wir es einfach so. So, Rafinha braucht kein Mensch. Zumindest jetzt in diesem Spiel nicht. Ich würde sagen, wir lassen die Startaufstellung einfach so. Also, ich habe da nicht viel dran auszusetzen gerade. Nö, also vielleicht nehmen wir noch Gnabry eher mit als Wagner, weil ich werde wahrscheinlich eher die Außen wechseln als den Stürmer. Ja, schauen wir mal. So, Pokal. Das muss jetzt nur genauso gut laufen, wenn nicht sogar besser. Wobei ich merke, dass Gladbach schon auf Offensiv gestellt hat und richtig presst. Gehört mal auf, Mann. Hallo! Ich habe euch das nicht erlaubt. Ja, ja, so ist gut. Genau, das habe ich euch erlaubt. Jetzt, jawohl, Leroy Sané, 1-0, er macht endlich ein Tor bei uns. Gegen uns wird er schon eins gemacht haben mit Schalke damals. Jetzt, endlich für die Bayern. Ich glaube, es ist sein erstes Tor für die Bayern. Und das gleich im DFB-Pokal, so will ich das sehen. Aber das ist egal, wenn Müller jetzt trifft. Aber er trifft nicht. Ich wollte schon sagen, es ist egal, weil Müller trifft. Und dann habe ich gemerkt, es wird nichts. Und dann musste ich den Satz umformulieren. Sehr stark. Oh, Mann, ey. Das ist so... Es wäre so wichtig einfach. Es ist so nervig, wenn solche Chancen nicht reingehen. Ich muss übrigens auf Pause drücken. Irgendwann mal. Irgendwie zwischenzeitlich habe ich gerade gar nicht mehr gerafft, als ich wieder ins Spiel gejoint bin, welche Richtung ich spiele. Ob ich von links nach rechts spiele oder nicht. Nein, verpiss dich! Oh, Alter, habe ich gerade Angst gehabt, dass die jetzt das 1-1 vor der Halbzeit machen. Das wäre so typisch gewesen. 1-0, aber für uns, Leroy Sané hat es gemacht. Sonst ein paar Chancen haben wir, aber ich bin noch nicht so richtig drin im Spiel, wie man gerade auch sieht. Ups. Ich schreibe jetzt noch ein bisschen und dann konzentriere ich mich komplett auf die zweite Hälfte und dann würde ich sagen, rocken wir das Ding mit 3-4-0. Vielleicht machen die auch ein Tor, also vielleicht 3-4-1 wieder sowas, so in die Richtung, aber das kriegen wir hin. So, zweite Hälfte, ready to rumble! Ach man,
jetzt bin ich richtig gut drauf, Alter. Ich finde das so lustig gerade. Es macht mir richtig Spaß. Also wenn mich jemand pranken will und denkt, der Prank geht auf, obwohl ich merke, dass er mich prankt und ich ihn dabei prank, oh, dann ist das richtig funny, komm, Sané! Oh, da war ich ein bisschen optimistisch. Das vorhin war jetzt schon gut, ne? Der Schuss, der war echt nicht schlecht, da habe ich ein bisschen Pech gehabt. Aber da war ich ein bisschen optimistisch, also als ob der den da noch irgendwie reindreht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Weißt du, ich will mich in der zweiten Hälfte komplett konzentrieren. Und dann kassiere ich das Tor. Das kann nicht sein. Wie schlecht war das von Neuer? Ich meine, gut, verteidigen kann ich halt nicht so gut. Habe ich auch nicht so perfekt gemacht. Aber Neuer, wo stehst du da? Du musst doch den kurzen Pfosten decken. Alter, ich als Torwart-Profi von der Fürth-Karriere rechts um beim I verlinkt, wenn ich dran denke, hoffentlich. Oh, ey, ohne Müll. Der muss ihn eigentlich haben. Komm jetzt, Lewandowski. Was war das denn? Ich wollte ihn in die Mitte passen und habe ihn einfach nach oben auf Kimmich gepasst, aber jetzt der ist drin. Robert Lewandowski, 2:1, Spiel wieder in Händen der Bayern, yes. Paar Fehler gemacht, ich bin gut drauf, Gladbach macht auch einen Fehler und dann nutze ich den natürlich. Erstmal schon 3 Minuten vorher gecallt, dass er reingeht. Oh Mann, wäre das traurig, wenn er nicht reingegangen wäre. Nein! Oh nee! Ich habe schon seine Stunde gedrückt und er hat's nicht mehr machen können, weil der eine hat mich irgendwie gegrätscht und ich bin da irgendwie gesprungen und gemacht und getan und dann kam der Torwart und war alles vorbei. Jetzt Thiago Alcantara! Ah, Lewandowski. Komm, Bale, bitte lauf mit. Ja, er läuft mit, super. Super duper. Und jetzt Müller. Junge, was ist denn jetzt los? Also ich glaube, die Bayern sind auch crazy geworden. Aber es war nicht schlecht gemacht. Und dann kommt einfach der Pass in die Mitte und Müller, der hier hochjumpt und dann ja, das ist Müller, typisch Müller hier ist das. Aber in das Eck, wo der Torwart stand, der hätte den einfach in die andere Ecke schieben müssen und er wäre drin gewesen. Alaba, nein, oh, Mensch, Neuer, ey, den kannst du verkaufen, den Typen, es ist echt wahr, ohne Spaß, es ist echt wahr, er war dran, aber, ach, nee, ey, der Typ, ich mag den nicht, also ich mag ihn schon, den echt, aber in PES ist er so nervig zu spielen, ne? Es ist unfucking fatzbur. Ja, geil, ich krieg einen Freistoß. Hab die richtig gut gemacht, Gladbach. Jetzt nach vorne und jetzt in die Mitte und da kommt der Schuss! Jawohl! 3:1, wie versprochen. Geliefert! James Rodriguez! Ah, oh Mann, das war das beste Commentary. Sebastian, du bitte Schuss! Ah, oh Mann, ey, ich sollte echt aufhören. Das war nämlich gerade ein gutes Thumbnail, deswegen habe ich das gemacht. Jetzt, Leroy Sané! Oh Gott, der Junge, ne? Das war stark gemacht, jetzt muss Robben es nur noch vollenden. Hat's leider nicht geschafft. Das war's trotzdem, 3:1 haben wir den Pokal gewonnen. Den Pokal haben wir gewonnen, ja. Nee, das Pokalspiel, wir sind auf jeden Fall im Halbfinale und das ist krass. Auch wenn Robben hier diese Chance leider ganz, ganz knapp vergeben hat. Zweimal gegen Gladbach gewonnen, zweimal relativ souverän, würde ich mal sagen, und kann man nicht meckern. Stuttgart hat auch gegen Schalke gewonnen, also die sind offensichtlich krass gewesen. Dortmund gewinnt gegen Frankfurt. Mal gucken, wen wir im Halbfinale als Gegner bekommen. Wahrscheinlich Dortmund. Das ist super. Jo, es geht tatsächlich gegen Dortmund. Super. Einwandfrei. Im Halbfinale gegen Borussia Dortmund. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, wie das läuft. Nächste Folge haben wir Euroleague und gegen Leverkusen. Dann wieder Euroleague, dann gegen Hertha. Und dann schon mal das Warmmachspiel
gegen Dortmund. Das wird echt interessant. Ich bin echt gespannt. Ja, wir sind auf jeden Fall im Halbfinale. Das ist das, was zählt. Und haben auf jeden Fall wieder 3 Punkte geholt. Und haben jetzt wieder einen Abstand von 8 Punkten auf Dortmund in der Liga. Schalke ist auch punktgleich mit Dortmund. Das ist auch verrückt. Da haben wir noch 11 Spiele. Könnte alles noch kippen, aber wenn wir jetzt so weitermachen wie in dieser heutigen Folge, bin ich zuversichtlich. Ich würde sagen, lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.